Ich wollte doch aufnehmen. Meine Güte, voll verpennt. Eine Bushaltestelle, da ist sie. Vielleicht ziehen wir da auch nochmal Leute mit ran. Und es läuft im Moment gerade gut. Also vom Verkäuferfluss sozusagen. Wenn ich einen zweiten Anschluss gebaut habe, dann rennen sie mir die Bude ein. Das stimmt, aber nur ganz kurz. Dann ist wieder Schluss. Weil, wie gesagt, was mich so ein bisschen annervt, ist diese Sache mit einzelnen Geschäften, die sollst du bauen. Und du machst keinen Gewinn. Das kannst du knicken. Also, wir müssen hier auch mal ein paar alte Geschäfte mal reingehen. Und bei Personal, ne? Wen haben wir denn hier? Sortiere. Ne, wollen wir nicht. Wir wollen hier Kassierer. Wir haben. Wie lange hat der denn auf? Hat der... Warte mal, wie ist denn hier Bereich? Pass mal auf. 24 Stunden. Die 24 Stunden hat er geöffnet? Ist der wahnsinnig? Upsala. Forschung. Mensch, ja, hier, ne? Was haben wir denn noch hier? Marketing 2. Das ist auch nicht schlecht. Ach, wir wollten was anderes machen, ne? Geil. Ach, egal. So, pass mal auf. Kassierer um 6 Uhr, um 14 Uhr, 22 Uhr, 8 Uhr. Wieso 8 Uhr? Um 16 Uhr. Pass mal auf. So. Feuer. Zup, raus. Und das ist 16 Uhr, ne? Raus. Zack. So. Wir müssen ein bisschen Lageristen haben wir 2. Langt auch einer. Zup. Wir müssen ein bisschen, was haben wir denn noch hier? Schichtplan, ach, den brauchen wir jetzt gar nicht. Den haben wir, das haben wir durch, ne? Ja. So, erledigt. Wir müssen die ein bisschen optimieren. Jetzt stehen nämlich massenhaft Leute auf einmal drin. Das ist sehr cool. Sonst ist da tote Hose. Da müssen wir halt durch. So. Da müsst ihr halt immer warten. Sobald man mich da anfängt und Leute entlässt oder so, dann ist da die Hölle los. Und sonst vorher nichts. Da läuft gar nichts. So, die Bar, die brennt sowieso. Da wird gesoffen, bis das nur so, dass es nur so in den Augen flimmert, nicht? Und hier machen wir gerade miese wie verrückt. Ich glaube, wir müssen auch bezahlen für jeden Tisch, den wir bauen, ne? Ich glaube, ein Klamottengeschäft. Ja, ja, das habe ich auch. Klamotten ist immer gut. Die Klamotten läuft. Klamotten läuft und der Elektroladen läuft. Das ist überhaupt kein Problem. Solche Sachen laufen immer gut. Aber sonst, wie gesagt, Spezialisierung ist alles für den Eimer. So, hier brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Da machen wir auch super... Oh, da machen wir ein Plus. Wir drehen sich mal durch. Zeitschriftengeschäft. Das ist aber nicht schlecht. Was haben wir hier? Da machen wir auch ein Plus. Wundert mich selber. So, was haben wir jetzt? Immer noch Minus. 1100. Ja, auch nicht so dolle. Da haben wir auch die Apotheke. Warum macht die Apotheke eigentlich einen Verlust? Normal müssen die also, ne, im Winter doch ein Mördergeschäft machen. Mit den ganzen Grippemitteln und was du nicht alles für kriegst. Normal müsste man da ein Mördergeschäft machen. Eigentlich normalerweise, aber naja, gut. So, 58.000. Super, nächsten Laden. Bauen. Fundamente. Und zwar, was kriegen wir denn hier ran? So, 57.000. Bau mal. Wie weit sind wir? Was macht ihr gerade, Freunde? Was macht ihr gerade? Forschung. Marketing. Okay, Bedarf haben wir auch. Bier. Bier ist doch super. Bier läuft. Limonade. Das haben wir auch. Fast Food. Milch. Fleisch, ihr kriegt jetzt keinen speziellen Laden. Geht gleich los. Was haben wir denn noch nicht? Filme. Gut, das Kino brauchen wir noch. Fitness. Fitness ist 43. Ist natürlich. Ach, brauchen wir nicht so groß, ne? Jetzt haben wir so ein riesen Ding da gebaut. Naja, gut. Was wir haben, haben wir. Hätten wir nicht so groß bauen brauchen. Naja, gut. Ist dabei. Blumenmarkt und ein Baumarkt. Ja, das stimmt. Das könnte ich auch mal. Aber wie gesagt, das ist auch wieder so eine, leider so eine Nullnummer-Geschichte, die nichts einbringt. Doppeltür. Und zwar hier drüben und dort drüben. So.
Jetzt mal sehen. Schnapp auswählen, zuweisen. Wo haben wir das denn hier? Fitnesscenter. Ein Fitnesscenter. Zack, da kommt ein Fitnesscenter rein. Bauen und zwar Fitnesscenter. So, wir brauchen, um Gottes Willen. Wieso denn Bestelltheke? Nun ja, brauchen wir da mal ein bisschen. Ja, ne? Ja. Ich glaube, eine reicht, ne? Eine reicht. Eine reicht, dann kriegen wir Laufbänder hier rein. Dass ihr euch nur so 5.000. Das Ding kostet 5.000. Okay. Handelbank ist billiger. Okay. Alter Freund, das ist ja echt nicht schlecht, ne? Gute Preise, muss ich sagen. Echt gute Preise. Also nicht von dem an, also, ne? Alter Freund. So, oh Gott. So, 5000. Pass mal auf, dann müssen wir hier ein paar Rollbänder einbauen. Es ist viel zu groß, der Laden. Es ist ein Mörder groß. Da kann ich bestimmt noch irgendwas anderes einbauen, oder? 5, 10, 15. Alter Freund. Guck mal, wie klein das hier ist. 2, 3. Echt, das ist viel zu groß. Das ist viel zu groß, da kann ich noch irgendwas anderes mal einbauen. Der hat natürlich 24 Stunden geöffnet. Weil ist ja schön, ne? Kassierer. Brauchen wir 1, 2, ich glaube 3, ne? 3 reichen, ne? 3 reichen, so. Nummer 2. Und Nummer 3. Fupp, fertig. Dann losgehen, Freunde. Hier ist Fitnesscenter. Ich würde sagen, das mache ich kleiner. Da mache ich 2 Läden rein. Ne? Die können sich dann einmal hier. Was am besten ist natürlich, wenn wir hier einen Süßigkeitenladen hier unten reinbauen. Ne? Wäre das nicht optimal? Ich glaube, das wäre das Beste. Ne? Ich glaube auch. Das wäre genau das Richtige. Oder eine Bar. Genau, das wäre doch hier super. Fitnesscenter, oben ist Restaurant. Richtig, das wäre der Hammer. Also, ich wollte gerade sagen, Toiletten haben wir gar nicht. Doch, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. So. Warteschlangen, wir haben wieder Warteschlangen. Super, wo denn? Na gut. Irgendwas ist immer, ne? Man kann sich dann nicht immer ausruhen. Mal schauen, ob sich das resultiert. Ich bin gespannt. Ich glaube eher nicht. Der ist jetzt schon aus der Puste, also das hat nicht lange gedauert. Jetzt muss er erstmal hier. Genau, wusste ich doch. Erstmal eine Runde zocken. Ah, nee, doch, die sind doch im Gange da, ne? Wir können auch ein paar mehr dahin bauen. So. Hantelbänke. Wop, wop, so. Laufbänder. Die sind natürlich sauteuer, die Dinger, ne? So. Sind wir natürlich auch nicht ins Miese, ne? Die können hier richtig schön aufeinander zulaufen. Bin mal gespannt, ob wir dann Gewinn machen. Bin echt mal gespannt. Fitnesscenter. Aber das haut schon mal gut hin hier, ne? Aber wenn ich überlege, hier, da hatten wir doch schon mal 29.000 Gewinn gemacht. Alter Freund, was haben wir hier? Multitask ist bald wieder soweit. Grußkarten, Blumen, Süßigkeiten, Kosmetik. Ja. Haben wir auch schon wieder durch. So, bin gespannt. Und 125, na gut, ist nicht das, nein, ist nicht das, nein, ist nicht die Rede wert. So, Bedarf. Lass mal nach Bedarf gucken, was brauchen wir denn hier? Kosmetik, Videospiele. Frisches Brot gibt's nicht.
Bücher, Bücher, Bücher. Frisches. Nee, 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 nee. Kosmetik. Was ist denn das? 19 Nachfrage. Das ist ja. Nee, Leute, das lohnt sich ja gar nicht. E-Zigaretten, genau. Die bauen wir damit rein. Was haben wir denn vornehmes Essen? Haben wir gar nicht. Und was haben wir hier? Das haben wir auch nicht. Für Bowling. Ich weiß nicht, Bowling? Soll man eine Bowlingbahn mit einbauen? Können die sich auch noch ein bisschen bewegen, ne? Ist auch nicht verkehrt. Oder? Ich glaube, das ist gar nicht mehr so voll doof, ne? Bowlingbahn. Die wird ja sowieso nicht groß gebraucht. Und vor allem Bowlingbahn ist ja auch so ein Teil, was. Da, Bowlingbahn. Ja, die sind ja doch schon ziemlich groß, ne? Die kann man doch nicht mal mehr umdrehen. Die kann man doch nicht umdrehen. Immer noch nicht. Das hatten wir doch schon mal, das Thema. Aber wir können hier eins, zwei, drei Stück hinbauen. Drei Bowlingbahnen. Ich meine, die wird so oder so. Ich hatte das nämlich auch schon gehabt, da hatte ich, glaube ich, frag mich nicht, 10 oder sowas und trotzdem Verlust wie Hölle gemacht. Das war ein bisschen, na, schade. Wo ist denn hier eine Schlange, ne? Hier war nirgends eine Schlange. Du willst mir doch wieder hier. Da! Ja, doch, jetzt kommt die Schlange wieder. Vielleicht sollten wir da zur Mittagszeit noch jemanden einstellen. Was ist denn das hier? Was war denn das auf Tabakgeschäft? Verwaltungsgeschäft. Ja, lass uns da nochmal einen einschwimmen. Das ist eh noch ein Verlustgeschäft, das Ganze, ne? Auch da haben wir Gewinn gemacht hier, 106, das war schon mal nicht schlecht. Immer noch mal einen Kassierer einstellen. So, und zwar Richtung. So, da, ne? Ja, hier, so mittig nochmal. Dann haben wir das nochmal abgedeckt. Das ist doch gut. So, wie sieht das hier aus? Kaffeeshop, der macht immer miese. Der macht super Plus. Ich meine, gesoffen wird immer, ne? Der macht auch einen. Na gut, jetzt sind wir noch nicht so weit. Gleich ist es wieder 0 Uhr. Auch ein Blick. 3, 2, 1. Und Verlust. Volles Rohr. Das ist nämlich das, was ich immer, wo ich immer mit rechne. Oder was immer so ist. So. Die Kunden klauen wie die Raben. Bestimmt. Sicherheitszentrale. 5 Personen. Ich glaube, ich hoffe, die laufen hier auch rum. Ich glaube, die laufen hier auch rum. Kann ich das irgendwo sehen? Verwalte Geschäft. Diebstahl. Hier? Ja, ja, geh doch mal raus da. Weg. Ja, dass das so nicht mit anzeigt, ist auch doof, ne? Wie ist das hier mit Diebstahl? Ich glaube, das ist, nö, das ist fast gar nicht. Weil wir haben da ja Wachmann drin rumlaufen, ne? Ganz genau. So. 1400. Wir machen Plus. Super. Pass mal auf, dann lass uns mal gleich was bauen. Und zwar gleich mal zuweisen. Wo war das hier? Bowlingbahn. Wir klauen hier ein bisschen was weg hier. Wir brauchen nicht alles. Und zwar ein Theke. So, ne? Zack, eine Theke. Und drei Bowlingbahnen. Wunderschön. Sollte lang, ne? So. Das Ding kann auch einen ganzen Tag geöffnet haben, ne? Das macht ja auch nichts. 24 Stunden sozusagen. So, man Kassierer einstellen. Der braucht ja auch nicht, ne? Weil nachts, wer kommt da nachts holen? Kein Mensch. Ist genauso Fitness. Na gut, jetzt ist da wirklich. Naja, gut, vielleicht ziehen wir die Leute hier hin. Also mal schauen, pass mal auf. So, eins, zwei und. Nehmen wir hier noch drei. Oder den da. Und einmal ganz spät. Perfekt. So. Was haben wir wieder? Was? Eine Warteschlange da oben?
Da war ziemlich früh am Morgen, ne? Die wollten nochmal fix mir hier ein paar Brötchen kaufen. Und naja, ne? Weißt du, wie das ist. Da muss das dann schnell gehen. So. Mediengeschäft läuft. Mache ich nichts weiter, ist fertig. Super. Selbst brauchen wir nicht sicher. Da. Was haben wir hier? Spirituosen. Alkohol. Oh, das geht da unten. Was haben wir hier? Zeitschriften funktionieren auch, ne? Ich meine, das ist nicht der Dolle, aber immerhin. 95. 8000. 5270. Und ich gucke mal, was haben wir hier? 1350. Gewinnspanne 51%. Naja. Eieiei. So. Und ich habe nicht einfach so eine Tempobox und so Krams, ne? Habe ich nicht. Ich habe das Gute auf der Rolle, ne? Taschentücher auf der Rolle, Meterware. Warum, wollte ich gerade sagen, warum standen die da rum? Was haben wir hier? Videospielgeschäft. 50% Videospiele. Um ein Lebensmittelgeschäft zu erstellen. Haben wir das nicht? Aber wir haben, glaube ich, alles Mögliche hier, ne? Wir können ruhig mal ein Lebensmittelgeschäft machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wir brauchen noch ein bisschen Kleingeld. Videospiele lohnen sich auch nicht. Ja, Kuga, das sind die guten, ne? Das ist die gute Dreilagige, ne? Da ist was Bescheid, ne? Die fluffige. So, wie gesagt, da bin ich mal gespannt hier, was die Bowlingbahn sagt und der Fitness-Schuppen. Wenn wir den Tag durch haben, Tag 71 sogar schon. Denn wie gesagt, bin ich mal gespannt. Wir sollten mal, ich möchte was machen, wir müssen. Ich möchte, wir machen, wir müssen. Nein, wir müssen. Und zwar Bodenfliese und zwar hier so ein bisschen ausbauen. Das ist mir nicht alles zu klein. Das ist mir alles zu klein. So, wegetechnisch ein bisschen größer machen das Ganze. Können wir ruhig hier auch noch ein bisschen. So, dann können sie ein bisschen besser laufen, ne? Ist ja nicht alles so eng. So. Wie gesagt, bin mal gespannt. Gleich ist der Tag rum, ne? Drei, zwei, eins, fertig. Und, jetzt bin ich gespannt. 25, ich das nicht zu fassen. 25 plus. 11 minus, das ist ja das, was ich meine. Und das ist egal, wie viele Bahnen du da hinstellst. Du kannst auch 50 Bahnen hinstellen und die machst trotzdem gern gewinnen. Öffne Buchgeschäft. Leute. Die haben super Ideen, aber naja, das muss ja auch ein bisschen, ne, in der Kasse klingeln. So ein bisschen, ne? Ja. Was haben wir gesagt? Was wollten wir bauen? Erstmal auf jeden Fall ein Fundament, ne? Erstmal ein Fundament ist sowieso mal ganz witzig, wenn wir sowas bauen können. 57,6. Okay, bauen wir da hin. Wir können das ja aufteilen später. Wir können da noch ein bisschen mehr Geschäfte reinbauen, ist kein Problem. Warte mal, was noch ein bisschen fehlt hier draußen? Ich sehe gerade. Bauen. Und zwar. Warte mal, warte mal. Decoration. Ganz genau. So, und zwar draußen ein schönes Sofa hin. Nein, das machen wir nicht. Aber hier so ein bisschen, ne? Bänke zum Hinhocken oder Setzen kann man auch. Ganz so, wie man möchte. So, und ein bisschen Bäumchen pflanzen wollen wir nicht. Wir haben noch irgendwo Licht hier, ne? Da, Licht. Genau, ein bisschen Licht wollen wir hier noch haben. Ich finde das nämlich ein bisschen sehr dunkel. Wenn die nämlich hinfallen und sich verletzen, sind wir nachher die Dummen, die da für gerade stehen müssen und dann bezahlen? Ne? Das ist das, mehr, das wollen wir ja nicht.
So. Quatsch, aber nicht, aber. Da ist große Schlange an der Kasse um 5 Uhr morgens. Leute, was macht ihr so früh noch? Früh schon hier oder noch hier? Nein, schon hier. 8000. Also, es ist schon nicht schlecht. Das läuft schon, der Laden, ne? Und wie gesagt, nicht wundern, wenn das so dunkel ist, mein Bildchen. Meine Lampe ist kaputt gegangen. Meine schöne LED-Lampe. Die ist kaputt. Habe ich sonst noch nie gehabt. Ich habe noch nie gehabt, dass eine LED-Lampe kaputt gegangen ist. Vielleicht ab und zu so ein kleines LED-chen, weil das es mal versagt hat. Ne? Aber nicht eine komplette Lampe. So früh stehen da bestimmt nur Rentner. Ich glaube auch. Rentner, die stehen immer sehr früh auf. Die haben ja so viel Stress am Tag. Die haben ja wirklich den Kopf voll. Die wissen gar nicht, wie sie das alles schaffen sollen am Tag. So, auf das haben wir. Wir müssen mit der Kohle aufpassen. Ne? So, wir mal auf Boden. Boden da. Jetzt gehen wir doch mal ganz dezent hier rüber. So. Der Baum hier, der ist mir im Weg. Kann ich den abreißen? Bauen. Entferne wurde mit bewiesen. Bauobjekt, genau hier. Fupp, weg mit dem Ding. Und da auch. Zupp. Den hier auch gleich, wenn wir dabei sind. Wir brauchen ein bisschen, ne? Ein bisschen Bewegungsfreiheit. So, sie sind auch jetzt da im Gange. Genau, Kuba, die ist sozusagen neu. Die ist noch nicht mal ein Jahr alt. Die ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Und schon hat sie. Das war ganz kurios. Ich kam von der Arbeit nach Hause. Meine Freundin war hier gerade am Rechner zugange und kam mich rein und sagte Hallo. Und dann sagte sie so, plick. Und dann ist sie ausgegangen. Dann war es das gewesen. Ganz komisch, ich glaube, das ist meine Schuld. So, da noch ein bisschen Fliese hin, da noch ein bisschen Fliese hin. So, mach den mal weg. Genau, und da nochmal. So. Mist, jetzt haben wir da den Busch da stehen. Warte mal, können wir den noch. Den operieren wir auch mal weg. So. Dann bauen wir da mal irgend so ein anderes Hindernis hin. So, was ist nur hier? Kommt da mal einer und macht das weg? Wo sind denn die alle hier? Ja, das ist komisch, ne, Lu? Also ich finde das, also, ne? So früh wie möglich. Und dann, oh, was haben wir hier denn? Ein Brunnen. 20.000, ja klar, den kaufe ich mir auch noch. Bist du wahnsinnig? Eine Struktur. Nein, Skulptur. Struktur ist es nicht. Wie sieht denn sowas aus? Aber für 10.000, ich glaube, da brauchen wir Geld für andere Sachen, ne? Das können wir für andere Sachen raus aus dem Fenster schmeißen. So, schöner freier Laden, was bauen wir hin? Was bauen wir hin? Mal kurz überlegen.